Hi Sigi Pop hier mit einem neuen Video. Ja, wenn ich die blau karierte Jacke anhab, bin ich wo? Genau, bei meinem Zwilling, dem Howie. Hallo. Nee, ich bin mal wieder beim Howie, Teil 4 meines Messerbau-Videoreihen-Gedöns. Denn ich habe ja vor einer Weile hier dieses Messer gebaut und aktuell hat es noch so eine hässliche Papp- und Klebebandscheide. Ja, und heute geht es darum, die Kydex-Scheide zu bauen. Aber erstmal schauen wir rein, was vorher passiert ist. Also ich will mir ein Messer bauen mit einer Klinge von 6 bis 8 cm. Ansonsten geht es jetzt mit dem nächsten Schritt weiter. Man hat eine Idee, man hat eine Vorlage. Ja genau, in den ersten drei Teilen ist das Messer entstanden. Ich habe dann zu Hause mit meinem Lansky die Schneide angelegt. Das Messer ist jetzt mittlerweile richtig schön scharf. Wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Ja, jetzt habt ihr noch mal in einer kurzen Zusammenfassung gesehen, wie das Messer entstanden ist. Ja, ich verlinke natürlich oben in dem kleinen i-Zeichen da die ganzen Teile. Da könnt ihr noch mal reinschauen und euch die Teile anschauen. Heute geht es darum, wie gesagt, eine Scheide zu bauen. Ich habe mich für eine Kydex entschieden, weil ich denke, bei diesem Kunststoffgriff passt Kydex am besten. Und hier arbeite ich wieder mit Brisa zusammen. Mit denen habe ich ja schon mal zusammengearbeitet, als ich das Brisa Trapper 95 gebaut habe, dieses Messer-Bauset. Auch das verlinke ich natürlich auch hier oben. Und die haben mir ein Stück Kydex zukommen lassen. Das hatte ich bei denen auf der Facebook-Seite gesehen. Es ist so eine Art Schlangenhaut-Muster. Ich dachte, das passt so von dem Grau ganz gut dazu. Ist ein Ticks dunkler wie das Messer selber. Ich glaube, das ist ein Kontrast. Ich glaube, ein gewisser Kontrast. Ja. Mal gucken, wie es aussieht. Da wird so ein bisschen die Schwierigkeit sein. Ich würde es gerne gespiegelt machen, Mann, weil wir hatten ja hier so ein gespiegeltes, wie bei so einem Furnier. Also ich würde gerne, dass hier der Knick ist oder dass eben hier der Knick ist. Das muss ich mir noch überlegen, dass dann eben die Maserung auf beiden Seiten praktisch identisch ist. Allerdings, wenn ich das hier mache, habe ich halt extrem viel Verschnitt. Ne? Also müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Wenn du es hier machst, dann hast du halt nur so viel von der Maserung und das eigentlich keine Schöne mehr. Und wenn du es hier machst, dann hast du einfach... Auf beiden Seiten. Ne? Ja, muss man mal gucken.
Und hier habe ich noch eine kleine Schönheit, die zeige ich euch jetzt aber noch nicht. Das ist nämlich die Gürtelhalterung. Das ist auch noch was, was ich von Brisa bekommen habe. Das zeige ich euch am Ende vom Video, wenn es dann soweit ist. Damit wird dann das, die Kydex am Gürtel fixiert. Jo, also wenn ihr Lust habt, bleibt da dabei. Dann bauen wir jetzt einfach mal die Kydex. Los geht's. Ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme die Struktur hier quasi, spiegel das dann. Ich habe schon auf der Rückseite die Mitte ungefähr angezeichnet. Und jetzt zeichne ich auf der Rückseite die Mittellinie an. Ja. Und dann kann ich das jetzt schön hier schneiden. Das Messer und die Kydex waren jetzt so knapp 10 Minuten hier in der Presse. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir noch mal runter, ob es was geworden ist. Ja, war ja klar, dass das nichts wird. Ja. Der erste Eindruck ist doch schon mal ganz schick. Es ist ungefähr die Mitte, also hier. Hier hört der Zipfel auf und der hört auch ungefähr auf der anderen Seite auf. Also es ist schon ganz gut. Hier bin ich nicht ganz hinten reingeflutscht, aber da schleift man in der Regel eh ein bisschen was weg, beziehungsweise biegt es so ein bisschen auf. Ja, du brauchst dir da eine Daumenrampe irgendwie zum Rausholen. Ja, geil. Ja, und ich habe erst befürchtet, das Muster passt nicht zum Griff, aber ich finde das ganz, ganz cool eigentlich. Also folgende Situation, so sieht es jetzt aus und ich habe es ja vorhin kurz gezeigt, ich will diesen Utili-Clip dran machen als Halterung. Der hat halt drei
Löcher quasi, in zwei Langlöcher und ein normales Loch. Und das soll hier an die Kydex. Wenn ich jetzt relativ weit runtergehe, oder je weiter ich runtergehe, umso Messer weiter hoch sitzt das Messer natürlich dann am Gürtel. Um das zu vermeiden, hätte ich jetzt mal gesagt, ich mache mal ungefähr diese Position. Dann ist es schon relativ hoch. Man kann es gar nicht sehen, sehe ich gerade. So, diese Position. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Kydex-Scheide hier grob mal absägen. Dann mal das untere Loch setzen und dann gucken, ob das obere Loch passt, wenn, also ob man dann noch das Messer noch gut ziehen kann. Mal jetzt mal ausprobieren. Die ganze Zeit jetzt noch an der Kydex weitergearbeitet. Habt ihr gesehen, ich habe die Löcher reingebohrt, ich habe die Nieten reingemacht. Der Howie trägt den Ofen weg. Ja, und dann habe ich den Utility-Clip rangemacht. Das ist ein bisschen tricky, den an eine richtige Position zu bringen, sodass das Messer nicht zu hoch sitzt, aber halt alles noch so passt. Jetzt habe ich es so gemacht. Hier sitzt er dran. Er steht hier jetzt leider ein bisschen über, aber gut, ein Tech-Lock. Wo ist der? Den habe ich schon weggeräumt. Den hat er schon weggeräumt. Ja, der würde ja auch riesenbreit überstehen. Das sieht man ja sowieso nicht. Genau, und so kann ich das Messer eben jetzt an der Hose fixieren. Das zeige ich euch gleich. Und dann kann ich es aber immer noch gut rausziehen. Ich habe hier so eine kleine, guck, jetzt da, Rampe. Ja, mehr Design wie notwendig. Das Messer sitzt ganz gut drin. Ja, also es klackt jetzt nicht so klassisch, wie man das kennt. Ups. Aber da fällt auch nichts raus. Und das Ding sitzt also wirklich bombenfest und ich bin wirklich ganz zufrieden. Also die Form, ja, alles super. Jetzt machen wir es mal an die Hose ran. So, jetzt hat es ja da hinten diesen Bügel, den macht man auf. Und dann macht man dieses Ding entweder über den Gürtel oder halt, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Gürtel trage, hier über den Hosenbund. So.
Und dann klappt man das hier einfach zu. Und dann sitzt das Ding bombenfest. Kann die Scheide das Messer ziehen. Und auch wieder zurückstecken, wenn kein T-Shirt mit reingeht. So, genau. Soweit bin ich jetzt, wie gesagt, ganz zufrieden. Habe jetzt ein Messer, das ich jetzt auch so mitnehmen kann. Wenn ich den Clip abmache, kann ich es auch vielleicht auch mal so hinhängen oder so. Ja, jetzt habe ich endlich wieder ein neues Messer, das ich draußen nutzen kann. Ich sage danke, Hau, dass ich mal wieder deine Werkstatt benutzen durfte. Gerne, gerne. Danke nochmal an Brisa auch, dass sie mir den Clip und die Kydex zur Verfügung gestellt habt, haben. Schaut mal hier rein, www.brisa.fi. Haue hat hier auch neulich ein Kurzvideo gemacht, ne? Ja, genau. Zu dem Thema, da hat er auch ein bisschen Material von denen bekommen. Ja. Verlinke ich euch natürlich. Danke fürs Reinschauen, haltet die Ohren steif. Ihr wisst ja, hier unten abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Haltet die Ohren steif. Instagram, oder? Ja, kann man auch mal machen. Ja, bei dir zumindest. Oder beim Haue. Also, ciao.